Hallo liebe TechBook-Zuseher, heute gibt es bei uns wieder einen Produkttest. Wir haben heute den Silkin FaceTite. Klingt ein bisschen wie FaceTime, hat damit aber nichts zu tun. Hilft euch aber, dass ihr auf FaceTime besser aussehen könnt. Was es damit auf sich hat, gibt es gleich nach dem Intro. Der FaceTite verspricht tolle Ergebnisse im Gesicht und da bei mir schon Hopfen und Malz verloren ist, hat meine Kollegin Madeleine das die letzten Wochen getestet. Und die wird uns jetzt auch mal verraten, was es mit dem Gerät denn auf sich hat. Madeleine, was kann der FaceTite denn oder was verspricht er? Also es ist so, es gibt mehrere Geräte im Internet, die versprechen, dass sozusagen man weniger Falten hat, generell die Haut straffer wird. Und ich habe mir eben dieses Produkt herausgesucht. Das ist, glaube ich, so mittelpreisig, würde ich sagen. Es kostet 199 Euro. Es gibt es auch manchmal günstiger im Angebot. Und es funktioniert eben. Ich kann es ja auch mal zeigen, es ist auch gar nicht so groß. Relativ handlich auch, liegt Sieht gut in der ein Hand. bisschen wie so ein Telefon aus, So ein bisschen, aber ja. würde ich sagen, fällt nicht negativ im Badezimmer auf. Und es funktioniert halt über Radiofrequenz, über LED-Licht und auch über Infrarot. Und hinzu kommen noch zwei nicht unwichtige Produkte, nämlich ist auch alles mit dabei. Das ist einmal ein Hyaluronserum. Und Hyaluron hat halt so die Wirkung, dass das so ein bisschen aufpolstert. Das macht man sich vorher drauf. Und dann gibt es noch ein ja, Kontaktgel, was man eben danach drauf macht und bevor man das Gerät dann sozusagen benutzt, damit es auch alles schön flutscht. Genau. Und am Ende sollen wahrscheinlich weniger Falten im Gesicht stehen, oder was verspricht das Gerät noch, außer vielleicht weniger Falten? Genau, also vorderrangig ist es wirklich so, dass es straffere Haut verspricht, dass es halt sagt, also hier sind auch so ein paar Bilder drauf, das kann man vielleicht mal zeigen, Vorher-Nachher-Effekte, also wirklich ähnlich einer Operation oder auch, weiß ich nicht, Menschen, die Botox benutzen oder so. Ich meine, es klingt ja toll, ne? Man denkt immer, man muss irgendwie einen krassen Eingriff oder so machen lassen, aber es wäre doch eigentlich voll super, wenn man sich einfach so 15 Minuten am Tag so das Gesicht bügelt und schwuppdiwupp sind alle Falten weg. Genau, Madeleine hat das jetzt 5 Wochen getestet. Vielleicht magst du einfach mal beschreiben, wie die tägliche Routine damit aussieht, ja, und was es am Ende gebracht hat oder auch nicht. Also der Hersteller sagt halt, dass man es mindestens zweimal die Woche benutzen soll. Man soll es 15 Minuten lang benutzen in unterschiedlichen Stärken. Also es gibt hier bis zu fünf wählbare Stufen, die unterschiedlich heiß dann auch sind. Und ich habe dann noch mal so in der letzten Woche das Ganze intensiviert und das fast täglich benutzt. Ich habe es meist beim Fernsehen gucken gemacht. Es war eigentlich ganz entspannt. Das Einzige, was bei mir halt so ein bisschen war, ist, dass man ja diese beiden Flüssigkeiten sich in das Gesicht schmiert. Und ich es leider irgendwie nie geschafft habe, das richtig zu machen. Auf jeden Fall hing mir die Hälfte irgendwie immer im Haar. Das heißt, danach muss man sich eigentlich schon die Haare waschen, weil es sieht dann nicht so schön aus. Und dann war es eigentlich ganz entspannt. Also dann bügelt man einfach drauf los. Ich kann es ja jetzt auch mal zeigen. Es leuchtet dann auch. Genau, und damit Madeleine das heute nicht im Haar hängen hat, weil sie im Anschluss noch einen Termin hat, werden wir das später kurz an meinem Gesicht zeigen, weil, wie schon vorher erwähnt, ist eh schon egal. Und ich würde sagen, du kannst auch mal erklären, was es mit diesem Riesengerät hier auf sich hat, denn das steht hier auch noch so rum. Das ist fast das Spannendere, auch wenn es eigentlich gar nicht zu dem Gerät gehört. Aber das hast du jetzt auch von der Ärztin dazu bekommen. Was kann man denn damit machen, beziehungsweise warum hast du das mitbekommen? Ja, also ich war vor dem Test bei einer Hautärztin, bei Dr. Jael Adler. Die hat mehrere Bücher geschrieben auch und hat sich meine Haut angeguckt und hat auch gesagt, natürlich, ich bin jetzt noch nicht im fortgeschrittenen Alter, sprich, ich habe gar nicht so viele Falten natürlich. Sie sagte sogar gar keine, aber natürlich so ein bisschen was zeichnet sich ja dann doch schon ab. Und sie hat mir auch dieses Testgerät hier mitgegeben und das misst eben vor allem die Feuchtigkeit und die Elastizität. Und das sind eben die beiden Werte, die entscheidend sind, um zu testen, wie straff die Haut ist. Und das habe ich eben in der Zeit dann auch immer gemacht. Also bevor ich das Gerät getestet habe, habe ich immer die einzelnen Werte mir angeschaut, habe dreimal nachgemessen, dann einen Mittelwert gebildet, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Und dann habe ich das Gerät benutzt.
Ja, dann würde ich sagen, teste doch einfach mal einen Wert jetzt hier, damit die Zuseher mal sehen können, auch wie das hier mit dem Display funktioniert Also genau, und was man damit machen es kann. gibt hier noch so andere Sachen, die jetzt aber nicht unbedingt eine Rolle spielen, die vielleicht ganz, ganz schön aussehen. Man kann sich zum Beispiel die Haut ganz nah angucken. Aber entscheidend war ja zum Beispiel die Feuchtigkeit. Und dann nimmt man diesen Stift quasi und setzt sich den auf. Und dann wird ein Wert angezeigt, den ich jetzt noch nicht sehen kann, aber es ist 45. Gleich mal mit mir jetzt vergleichen, dann sehen wir mal, wer hier die bessere Haut hat. Stimmt, wer die feuchtere Haut hat. Und da sagt das Gerät tatsächlich du. Tja. Feuchterer, eine feuchtere Stirn als ich. So nämlich. Okay, deswegen hast auch du das getestet, hier das andere Gerät und nicht ich, weil bei mir offensichtlich ja schon. Wir finden das mal raus, denn der andere Wert ist eben die Elastizität. Oh. Und dann setzen wir doch auch mal bei dir hier an. Das pumpt dann so die Haut an. Das merkst du vielleicht so ein bisschen. Und der Wert ist, So. wir schauen mal, 67. Und Das dann machen wir das gleiche bei mir. kann ich jetzt noch nicht einschätzen, wie hoch 67 ist. Und bei mir kommt raus 43. Erklär doch mal, Madeleine, wie man das jetzt genau einsetzt, beziehungsweise wir können es ja auch direkt mal testen. Genau, also man würde vorab erstmal das Hyaluronserum sozusagen benutzen. Welche Stelle willst du denn Also, austesten? ich würde sagen, unter den Augen geht das oder ist das zu gefährlich? Nee, das kann man machen. Ja. Dann. Okay, bitte nicht in die Augen. Okay. Aber das ist halt nur das Serum erstmal, ne? Merkst du ja, fühlt sich eigentlich ganz angenehm an. So. Ja, geht so. Ich dir ruhig noch. Das Gerät beschwert sich. Machen wir das kurz aus. Ja. So, das andere schmiere ich mir mal auf meine trockenen Hände. Und dann muss man danach halt Wie viel hast du denn von dem Gel bis jetzt gebraucht? gar nicht so viel. Also es ist wirklich noch total viel drinne. Also es ist ergiebig, kann man sagen. Aber wie gesagt, im Optimalfall, das sagt die Firma halt auch, man soll nach 5 Wochen erste Resultate sehen und nach 10 Wochen entfaltet sich dann das Ganze erst komplett. Aber jetzt schauen wir mal bei dir. Dann, das ist eben das Kontaktgel. Das wirst du gleich merken, weil ohne das Kontaktgel funktioniert es halt nicht. Und das träufe ich dir jetzt auch hier drauf. Das Kontaktgel braucht man aufgrund der Strahlung, nehme ich an. Genau, damit das Gerät überhaupt sozusagen, es ist so ein bisschen wie beim Ultraschallgerät, wo man ja auch so eine Flüssigkeit drauf bekommt und dann ja, das Gerät halt erst richtig funktioniert. So. Und dann legen wir mal los. Also es gibt halt 5 Stufen. Wir fangen mal mit der ersten an, damit du mal so einen Eindruck bekommst, wie das so ist. Und So. eigentlich müsste man das natürlich 15 Minuten drauf machen, Eigentlich aber ich 15 möchte einfach Minuten. nur mal wissen, wie das Und ist. eigentlich steigert man dann auch ruhig auch hoch bis zur 5. Wobei ich sagen muss, genau so ist es jetzt, dass mir die 5 dann schon zu heiß war. Also ich habe es dann immer nur maximal bis auf 4 gemacht. Na, da Und kannst du jetzt schon noch mal eine würdest du, Stufe hochgehen. da kann ich eine Stufe hochgehen, sagst du? Dann gehe ich mal auf die 2. Und man sieht dann auch, es leuchtet halt rot. Mach mal die 4 jetzt, mach mal die 4. Gleich die Also 4. das ist jetzt alles noch relativ Wird gleich in die Vollen. low. Was ein bisschen beängstigend ist, ist dieses Licht so nah am Auge zu haben. Ja, das zieht jetzt schon ein bisschen mehr. Also ist auf jeden Fall warm. Genau, und es wird halt gesagt, die Wärme ist halt dafür da, um das Serum halt wirklich tiefer in die Haut einzuarbeiten. Okay, also ich sag ganz ehrlich, auf der Stufe ist es schon sehr heiß dann, wenn man es Man nur sieht, es wird auch jetzt rot bei dir. wenn Wir man haben es jetzt. 15 Minuten, also 15 Minuten hätte ich das jetzt nicht ausgehalten, wurde jetzt sehr heiß, habe aber auch sehr empfindliche Haut. Das ist jetzt tatsächlich hier einen Also roten Abdruck auch ja, her. klasse. Ich habe ja heute kein Meeting mehr, deswegen ist es halb so wild. Zum Glück haben wir es bei mir getestet. Ja, fühlt sich gut an. Wird jetzt natürlich in Man der kurzen Zeit erstmal nichts bringen. muss jetzt halt dazu sagen, normalerweise würde man es ja auch im ganzen Gesicht machen und nicht nur an einer Stelle, ne? Also so.
Man muss sagen, Madeleine hat das auf ihrer rechten Gesichtshälfte getestet. Diese Seite hier. Und also man sieht jetzt natürlich offenkundig, kann sie noch nicht als Two-Face in Gotham City auftreten. Aber ja, erklär doch mal, würdest du jetzt sagen, nach den 5 Wochen, dass deine rechte Seite besser ist, fühlt sich besser an? Nein, also man kann es so überhaupt nicht merken. Also ich sehe es nicht und ich merke es auch nicht. Wie gesagt, direkt nach der Anwendung habe ich einen Unterschied gesehen. Da war die Haut wirklich durchbluteter und ja, einfach so ein bisschen straffer, voller. Ich habe ja, wie gesagt, dann auch meine Werte gehabt und da sind tatsächlich aber 3 Werte besser gewesen. Allerdings weiß ich eben, ein paar Werte waren eben auch schlechter als vorher. Also von daher hält sich das wahrscheinlich so die Waage. Wahrscheinlich hat es keinen Langzeiteffekt bei mir gehabt. Aber wie gesagt, ich würde das Gerät empfehlen, insofern, als dass man vielleicht eine wichtige Konferenz hat, einen wichtigen Termin, irgendwie ein Foto machen möchte oder was auch immer und einfach denkt so, hey, ich möchte heute ein bisschen voller im Gesicht aussehen. Dann kann man das Gerät benutzen. Allerdings würde ich dann dazu raten, dass man sich eben nochmal die Haare wäscht, weil es eben sein kann, dass doch das eine oder andere Zeug daneben geht. Aber dafür, für so einen kurzzeitigen Effekt ist das Gerät auf jeden Fall gut. Langzeiteffekt konnte ich nicht sehen und auch nicht merken. Wo wir dann wieder eigentlich wie beim Botox wären, ähnlich. Einen guten kurzzeitigen Effekt wahrscheinlich, aber irgendwann geht das eben auch wieder aus dem Körper raus. Dann verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!